Kann ich? Ja. Lächeln. AMD erhöht den Boost-Takt mit den neuen Ryzen 3000 XT-CPUs. Und sind etwa die PlayStation 5-Preise geleakt? Das und mehr jetzt in Techer Weekly. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge Techer Weekly. Ich weiß, es hat wieder lang gedauert, bis eine neue Folge rausgekommen ist. Wir entschuldigen uns für die etwas längere, ungewollte Pause, aber jetzt sind wir ja wieder da. Ja, die beste News-Show der Welt, also zumindest der PC-Welt, ist auf jeden Fall wieder für euch da. Und wir können auch gleich loslegen mit den Top-Themen der Woche. AMD hat gleich drei neue CPUs vorgestellt, nämlich den Ryzen 5 3600 XT, den Ryzen 7 3800 XT und den Ryzen 9 3900 XT, während sich am Basistakt im Grunde nichts ändert, steigt immerhin der Boost-Takt um bis zu 200 MHz. Ja, da hatten wir uns ein bisschen mehr erhofft. Wir hatten ja hier an dieser Stelle oft über diese Leaks berichtet, über die neuen 3000er XT-CPUs. Da hatten wir noch gesagt, ja, der Basistakt steigt. Da hatten wir uns natürlich verlassen auf die Leaker. Daraus ist nichts geworden. Also auf dem Papier, also offiziell sagt AMD, nö, ist nicht. Also es gibt nur bei dem Boost-Takt die Erhöhung um bis zu 200 MHz. Bei dem Top-Modell, da erhöht sich der Boost-Takt von 4,6 auf 4,7 GHz, also nur um 100 MHz. Und nur bei einem Modell gibt es dann eine Erhöhung um 200 MHz beim Boost-Takt. Aber das lässt sich AMD dann trotzdem doch einiges kosten, obwohl es die Änderung eigentlich minimal ausfällt, oder Dennis? Ja, teilweise um bis zu 50 US-Dollar, wobei man auch dazu sagen muss, dass die Preise fast 1:1 umrechenbar sind in die deutschen Preise bzw. Euro-Preise. Also kann man davon ausgehen, dass im Vergleich zum Vorgänger die CPUs ja bis zu 50 Euro teurer werden, obwohl die Leistung halt einfach nicht da ist. Zum Beispiel bei dem Top-Modell, dem Ryzen 9, steigt gerade mal die Single-Core-Leistung um 4%, aber der Preis ist dann eben deutlich höher, ist nicht gerade gerechtfertigt, wobei eventuell kann man davon ausgehen, dass es hier vielleicht eine limitierte Edition quasi geben wird. Also man kennt die Stückzahlen noch gar nicht. Dann haben die auch vielleicht auch wieder einen gewissen Sammlerwert. Das weiß man jetzt noch nicht. Was man aber weiß, ist, dass die Karten am 7. Juli 2020 auf den Markt kommen werden. Ja, im Grunde genau ein Jahr, nachdem die Vorgänger auf den Markt gekommen sind. Ja, und man muss dazu auch sagen, diese Boost-Taktrate, die bezieht sich letztendlich nur auf die Leistung von einem Kern und damit ist halt auch der Leistungsgewinn, mit dem man rechnen kann bei Anwendungen und Spielen, dann doch eher äußerst überschaubar. Eine weitere Anmerkung gibt's noch, also nur beim Ryzen 5 3600 XT wird ein Wrathspire Boxkühler mitgeliefert, die anderen beiden Modelle kommen ohne einen Kühlkörper. Ja, wobei man auch da dazu sagen muss, dass die allermeisten Nutzer, die sich eben diese CPUs kaufen, sowieso auf eine eigene Kühlung setzen und nicht diese Boxkühlungen aus dem Lieferumfang quasi verwenden. Und da empfiehlt AMD dann eine AIO-Wasserkühlung mit mindestens 280 mm großen Radiatoren. Ganz genau. Ja, und so viel zu den Ryzen 3000 XT CPUs. AMD hat sich in dieser Woche auch zu den Ryzen 4000er CPUs geäußert und die Gerüchte dementiert, dass die Veröffentlichung wahrscheinlich erst auf 2021 erfolgen wird, sondern es wurde betont, die CPUs kommen noch in diesem Jahr. Die Besonderheit ist, die Zen 3 CPUs werden im 5-Nanometer-Verfahren hergestellt. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, haben wir noch ein besonderes Gewinnspiel für euch. Und zwar verlosen wir das brandneue Modell S6 Max V des Roborock Staubsaugerroboters im Wert von 649 Euro. Die auffälligste Neuerung ist die Stereokamera, durch die der Roborock dreidimensional sehen kann. Dank Infrarot funktioniert das sogar im Dunkeln. Dadurch kann der Roborock bei Tag und auch Nacht frühzeitig Hindernissen ausweichen und nicht erst dann, wenn er sie schon berührt hat. Zur Erkennung der Hindernisse kommt künstliche Intelligenz mit dem Namen Reactive AI zum Einsatz. Der Hersteller verspricht, dass alle Kameraaufnahmen nur lokal auf dem Gerät verarbeitet und danach auch sofort wieder gelöscht werden. Der Roborock erfasst per Laser den Grundriss eurer Zimmer und ihr könnt per App genau festlegen, wann und wo er reinigen soll und wo eben nicht. Und zwar entweder sofort oder zeitgesteuert. Smarte Algorithmen berechnen die effizientesten Reinigungsrouten, um so schnell und so gründlich wie möglich sauber zu machen.
Außerdem ist der S6 Max V in der Lage, mehrere Etagen voneinander zu unterscheiden und für jedes Zimmer eure zuvor festgelegten individuellen Reinigungswünsche und No-Go-Zonen zu berücksichtigen. Der Roborock S6 Max V hat eine um 25% gesteigerte Saugkraft gegenüber dem Vorgänger S6 für eine noch optimalere Reinigung. Und wenn ihr es mal ruhiger angehen lassen wollt, könnt ihr alternativ einen leiseren Modus auswählen. Der neue Roborock kann bis zu 3 Stunden lang ohne Unterbrechung saugen. Das entspricht dem Hersteller zufolge rund 240 Quadratmeter Reinigungsfläche. Und feucht durchwischen, das kann der smarte Putzmann auch noch. Ihr könnt für jeden Raum festlegen, ob darin gewischt werden soll und wenn ja, in welchen Bereichen er das tut. Auch die Wassermenge lässt sich zonengenau dosieren. Also ihr seht, cooles Teil, und noch cooler ist, dass einer von euch den neuen Roborock S6 Max V im Wert von 649 € gewinnen kann. Schaut einfach runter in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel. Letzte Woche hat ja Sony die neue PlayStation 5 enthüllt, beziehungsweise das Design der neuen Konsole, hat aber noch keine Preise genannt. Diese Woche sind die Preise aber geleakt, und zwar auf Amazon, nicht in Deutschland, nämlich in Frankreich. Und hier sind die Preise aufgetaucht. Dabei soll die Version mit dem Blu-ray-Laufwerk 499 € kosten und die digitale Variante davon, also ohne Laufwerk, 399 € wahrscheinlich. Ja, ich meine, solche Sachen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Kann natürlich auch sein, dass es so eine Dummy-Seite war, die Amazon Frankreich aus Versehen da online gestellt hat, und jemand hat dann einfach das Preisfeld ausgefüllt. Also offiziell hat sich Sony noch nicht dazu geäußert. Was allerdings so einigermaßen festzustehen scheint, ist, dass ab Anfang Juli dann die PlayStation 5 vorbestellbar sein wird. Auf Amazon Deutschland gibt es auch schon die Seite, wo das gelistet wird. Allerdings kann man da noch nicht vorbestellen, sondern kann sich nur informieren lassen, sobald das Angebot verfügbar ist. Ich erinnere mich jetzt nochmal an die PlayStation 4. Ich glaube, da war die Vorbestellung ab August möglich. Also, das weißt du noch? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich hatte nachgeguckt bei Amazon, wann ich es vorbestellt hatte. Also da ist es witzig. Also die Xbox hatte ich damals vorbestellt Ende Mai, und die PlayStation 4 Anfang August. Ob das jetzt natürlich der erste Tag war, daran weiß ich nicht mehr. Ich weiß, bei der Xbox war es auf jeden Fall der erste Tag. Aber kommen wir noch zum Design. Wie gefällt dir das neue Design? Abgespaced. Es ist, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das ist aber interessant. Ja. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob mir die weiße Farbe gefällt, weil in meinem Wohnzimmer hier neben dem Fernseher passt eigentlich idealerweise die schwarze Variante, und ich hoffe eben auch tatsächlich, dass es zum Start eine schwarze Variante geben wird. Da hat dich Sony also nicht gefragt vorher. Nee. Also, offiziell also, nein. Also es wird... Also, ich gehe auch davon aus, dass es zum Start nur diese Farbvariante geben wird. Natürlich wird es dann zu einem späteren Zeitpunkt weitere Farbvarianten geben. Aber es ist natürlich auch so, vom Produktionsaufwand etc. konzentriert man sich zuerst mal auf ein Modell, und dann wird es dann noch die späteren Modelle geben. Ich finde das Design auch relativ spacig. Es ist mal was Neues. Ich dachte am Anfang, man könnte sie nur vertikal aufstellen. Später hat Sony dann nochmal betont, nein, man kann sie auch horizontal aufstellen. Mhm. Aufgrund der Wölbung des Gehäuses braucht man aber sowohl für das vertikale aufstellen als auch für das horizontale aufstellen diesen Ständer, der damit geliefert wird. Aber was ich auch besonders fand, jemand hat mal ganz nah rangezoomt ans Gehäuse und auch an das Gehäuse von dem Controller, und dann sieht man die Symbole des Controllers, dass die da eingestanzt sind. Also da hat Sony wirklich viel Wert auf so kleine Details gelegt. Und was ich noch bemerkenswerter finde, ist halt, dass Sony diesmal wirklich diesen Weg geht, zwei Modelle anzubieten. Einmal mit dem, ich gehe mal davon aus, 4K Blu-ray-Laufwerk. Bisher gibt es ja noch keine Sony-Konsole mit einem 4K Blu-ray-Laufwerk. Die gibt es ja nur von Microsoft. Und dass es auch eine All-Digital-Variante gibt, die Microsoft ja schon längst im Angebot hat. Da stellt sich natürlich die Frage, welche kaufst du? Ach, also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich normalerweise immer die Blu-rays kaufe, einfach weil es im Handel quasi günstigere Angebote gibt als direkt im Store, gerade zu Beginn. Und ich die meisten Spiele, wenn ich sie gerade durchgespielt habe, dann auch wieder verkaufe, und so kostet mich effektiv halt ein Spiel recht wenig. Mhm. Und bei der Digitalvariante bin ich halt darauf angewiesen, dass mir Sony die Preise vorgibt.
Deswegen weiß ich noch nicht. Andererseits gibt es natürlich immer wieder regelmäßig Sales, wo die Spiele auch wieder günstiger sind. Klar. Aber klar, man kann ich kaufe ja dann diese Highlight-Spiele immer direkt zu Beginn und dann muss ich den vollen UVP-Preis bezahlen. Ja, also ein anderer Punkt ist auch die Größe der Konsole. Es wird die größte PlayStation, die es hier bisher gab. Das begründet Sony damit, dass halt die Kühlung, für die Kühlung halt entsprechend viel Platz sein muss. Deswegen wird das. Ich hoffe, dass sie leiser wird. Ich hoffe, dass sie leiser wird. Darauf hoffen, glaube ich, die meisten. Und das ist für mich nämlich auch so der Grund, deswegen wollte ich jetzt noch den Schlenker ziehen, warum ich dann eher doch die nicht Blu-ray-Variante, weil also auch bei der PlayStation 4 ist das ja so, also das Laufwerk, das düst dann auch ganz schön, wenn das einmal loslegt. Also, naja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal abwarten. Von den Spielen, was hat dich da am meisten gereizt, die da vorgestellt wurden? Ach, ehrlich gesagt, von den Spielen jetzt direkt tatsächlich keins. Okay. Ja gut, ich muss sagen, also Ratchet & Clank hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin gespannt auf das neue Horizon-Spiel, das wahrscheinlich aber nicht mehr dieses Jahr rauskommt. Zum Start wird es ja das neue Marvel-Spiel geben, das Marvel-Spider-Man-Spiel. Da fand ich ja das aktuelle Spiel für die PlayStation 4 ja super. Da bin ich mal gespannt, wie das Miles Morales wird dann. Also da sind schon so ein paar Demon's Souls natürlich. Das hatte ich mir damals, als ich in den USA war, in einem GameStop gekauft, weil es hierzulande das am Anfang nicht gab. Ich gespannt auf das Remake. Also da sind schon ein paar leckere Sachen dabei. Andererseits gibt es natürlich auch noch die Microsoft Xbox Series X und Microsoft ist sich immer noch sicher, dass seine Konsole schneller sein wird und bezeichnet sie immer noch als schnellste Konsole. Aber ich fand es einen netten Wink. Also per Twitter hat Microsoft Sony gratuliert zu dieser Präsentation und denen auch viel Glück gewünscht. Also da sieht man mal, dass es nicht so weit weg sind, die beiden. Demnächst wird es dann wahrscheinlich auch wieder nochmal eine genauere Präsentation geben. Die Oberfläche wurde ja noch nicht gezeigt, die Preise wurden noch nicht genannt, der Erscheinungstermin, also da ist noch viel Fit auf Futter jetzt für den Sommer. Also wie ihr seht, wir sind ziemlich heiß auf die neuen Konsolen. Wir könnten, glaube ich, ewig darüber weiterreden, aber wir müssen auch mal hier quasi vorankommen. Ja, also, genau. Schaut euch das Video, schaut euch auch unser Video an zu PlayStation 5, das kann ich euch absolut auch. Das waren sie, die Top-Themen der Woche. Kommen wir nun zu den Quick-News. Electronic Arts hat mit Star Wars Squadrons ein neues Star Wars-Spiel angekündigt, das für die PlayStation 4, Xbox One und PC im Herbst, voraussichtlich im Oktober, erscheinen wird. Nach Star Wars Jedi Fallen Order, was ich ja super fand, kommt jetzt mal wieder was mit Weltraumschlachten. Es ist kein Vollpreistitel, es wird wahrscheinlich um die 40 Euro kosten. WhatsApp startet eigenen Bezahldienst WhatsApp Pay. Das heißt, ihr könnt direkt aus WhatsApp heraus in einem Chat zum Beispiel Geld senden, beispielsweise an Freunde oder auch direkt Einkäufe tätigen. Ziemlich cool, ist so ein bisschen ähnlich wie WeChat, das vor allem in Asien benutzt wird. Ihr habt sozusagen integriertes PayPal in WhatsApp. Coole Geschichte. Vorerst aber nur in Brasilien, aber WhatsApp strebt auch an, das Ganze für alle Nutzer auszurollen. Beziehungsweise alle Länder. Die offizielle deutsche Corona-Warn-App ist dieser Woche erschienen. Sie wurde im Auftrag von der Bundesregierung von Telekom und SAP entwickelt und ist jetzt für Android-Geräte und iOS-Geräte verfügbar. Wer also einen Beitrag dazu leisten möchte, dass die Pandemie besser bekämpft wird, sollte diese App installieren. Wir haben euch noch auch in dem Bericht zu diesem Thema auch mal unsere Sicht dargelegt, warum wir dafür sind, dass diese App installiert werden sollte. Der Rundfunkbeitrag, der soll von 17,50 Euro pro Monat auf 18,36 Euro ab Januar 2021 steigen. Gestern haben dazu die Ministerpräsidenten den Staatsvertrag unterschrieben. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Parlamente der Bundesländer. Könnte noch scheitern, wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Was haltet ihr denn von der Erhöhung des Rundfunkbeitrags? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das war die Quick News, kommen wir nun zum Kommentar der Woche und den haben wir unter dem Video "Diese 12 Fehler solltest du beim PC-Bau vermeiden" mit Gewinnspiel und darunter hat der Dirk Kallenberg kommentiert: "Super Guide, vielen Dank dafür, wird echt hilfreich sein für mich, brauche schon lange einen neuen PC."
Ja, und da hat ja Michi ja mit seinem Video die Mission erfüllt, also wenn er wertvolle Tipps abgeben konnte. Viel wichtiger ist noch, falls ihr keine Lust habt, selber einen PC zu bauen und Fehler zu machen, könnt ihr dort auch einen PC gewinnen, und zwar im Wert von 1.000 Euro von Be Quiet. Also nice. Macht mit beim Gewinnspiel. Es geht noch bis zum 27. Januar, wenn ich mich erinnere. Also ihr habt noch genügend Zeit. Falls ihr beim PC bauen dann doch alles nicht so läuft, wie es sein sollte, dann beim Gewinnspiel wenigstens einen neuen zu bauen. Und dann Dirk, du kannst ja mal ein Foto von dem fertigen PC dann schicken. Bin mal gespannt, wie das Ding dann wirklich aussieht. Ich hoffe, schön viel RGB-Beleuchtung. Kommen wir nun aber zum Fail der Woche. Der Fail der Woche stammt dieses Mal von einem zertifizierten Microsoft-Händler, denn der hat diese Woche Windows 11 gelistet zum Vorbestellen. Dabei gibt es Windows 11 ja noch gar nicht. Ja, da ist ein peinliches Malheur passiert. Vor allen Dingen, es ist halt wirklich peinlich, weil es ein zertifizierter Microsoft-Partner und Shop ist. Und zwar war dieses Angebot für einige Stunden lang online und es wurde halt verkauft für $174 dieses Windows 11. Eigentlich nicht mit so vielen Angaben. Es hieß nur ein neues, modernes Betriebssystem. Und wenn man den Live-Support kontaktiert hat, wurde einem gesagt, ja, das wird geben und das kommt Ende Juli auf den Markt, wird von Microsoft vorgestellt. Aber dann hat man dann doch den Schwanz eingezogen, weil dann wurde nämlich klar und der Chef des Shops hat dann erklärt, ja, man sei auf einen Insider reingefallen, der behauptet hätte, ja, dass Microsoft demnächst dieses Windows 11 offiziell vorstellen werde. Das war wohl natürlich nicht der Fall, weil wir wissen ja, Microsoft hat nichts derartiges vorgestellt. Und und das ist natürlich dann besonders peinlich, wenn das dann so einen zertifizierten Partner bestellt. Aber, das ist auch witzig, es gab keine einzige Bestellung, hat er dann gesagt. Also behauptet auf jeden Fall der Chef dieses Shops. Doch, eine gab es. Aber es war nur die Testbestellung. Ja, von ihm selber. Aber es ist halt schon blöd, wenn man da auf sowas reinfällt. Und es ist, wie gesagt, auch ein bisschen peinlich. Vor allen Dingen, weil die halt besonders stolz darauf sind, wirklich mehr 100% lizenzierte Microsoft-Produkte zu verkaufen. Naja. Immerhin gibt es jetzt 15% Entschuldigungsrabatt. Das ist ja auch schon mal etwas. Ja. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt genauso gutes Wetter, wie wir aktuell haben. Genießt es, werdet schön braun. Wir sehen uns in der neuen Woche wieder. Macht's gut. Jo, lasst es krachen und schön Abstand halten.